So, neuer Tag, neues Glück. Was haben wir hier? Das haben wir bearbeitet. Und Surf sein Baum ist weg. Seltsam, seltsam. Ich höre was, aber hier ist keiner. Oh, ich bin full. Was will der Hund hier? Hey, ich hab wieder Geld. So. Hallo? Ich und Herr Olaf machen ein bisschen Sport. Okay. Sport. Ich einmal hier drauf. Silk-Touch machen. Ja, tatsächlich. Wie viel würde mich das kosten? Weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Okay, gucken Sie bitte nach, ich brauche das dringend. Ja, klar. Gib mir. Hallo, Herr Eick. Hallo. Kommen Sie mal bitte mit, Herr Ben. Ui. Was haben die denn da für eine merkwürdige Rüstung an? Du, ich habe keine Ahnung, Herr Eick. Es ist komisch. Ich bin gerade wieder zurückgekommen und jetzt habe ich dann das gesehen. Das ist ja. Es sieht merkwürdig aus. Bestimmt irgendwas von diesem Luca seiner Blutmagie. Ja, so weit bin ich auch schon gekommen und die wollen das jetzt irgendwie so machen, dass die schneller wird, damit sie damit ganz schnell rennen können. Ja, oder also so. Passen sie bloß auf, ansonsten als Stadtherr durchgreifen. Ach, als Stadtherr, als. Ich bin nicht Stadtherr, ich hab das damals abgelehnt. Ja, als Stadtwache. Einfach durchgreifen, wenn das zu viel wird. Mach ich. Ich müsste nachher auch nochmal mit Ihnen reden. Ja, das kann man dann machen. Aber ich dann müssten Sie mir dann helfen. Ich werde Sie sowieso jetzt gleich an meiner Seite brauchen, denn soweit ich weiß, möchte der Herr Melvin mit mir reden. Oha. Nur so als Vorsichtsmaßnahme halten Sie Ihr Schwert bereit. Okay. Soll ich hier oben warten? Ja, warte. Setzen Sie sich einfach erstmal irgendwo und außer auf meinen Stuhl. Das habe ich nicht mitbekommen. Ich meine den Herrn Linus. Ja, Eik. Hallo Herr Eick. Ich weiß, ich sehe nicht ja einladend aus, deswegen ziehe ich mal meine Rüstung aus. Weil das sieht nicht als einladend aus. Meine Rüstung. Hallo, mit ihm wollte ich noch sprechen. Ja. Also ich wollte, haben Sie meine Bestellung schon gesehen gehabt? Also ich habe nur zwei Ohren und einen Mund für eine Person. Nur kurz, haben Sie meine Bestellung? Nein, weil Sie jetzt einfach gesagt haben, nur kurz warten Sie jetzt. Sie warten auch, Herr Melvin. Sie wollen mit mir reden, dann kommen Sie bitte mit. Also ob ich mich setzen darf? Ja, Sie dürfen sich setzen. Gut. Sie sind ja zum Stadtherrn gewählt worden. Ja, leider. Richtig. Leider. Das hat sie aber. Ich wollte es eigentlich nicht, aber dann bin ich es doch geworden. Ja. Herzlichen Glückwunsch an Ihnen. Also, ich hab. Was geschieht jetzt? Oh. Hallo. Keine Sorge, der Stadtwachenleiter Hallo. Ist nur zum Schutz da. Dachte ich mir schon. Was geschieht jetzt? Schließlich, sind ja Werwölfe wie ich ziemlich unerwünscht hier und. Was heißt unerwünscht? Wir haben in der Stadtwache einen Werwolf. Na klar, aber diese Auseinandersetzung zwischen uns war ja. Naja. Naja, Sie müssen ja davon ausgehen, Sie haben uns in dem Sinne was vorgespielt. Sie haben das geheim gehalten, obwohl Sie hätten zu uns kommen können. Ja, natürlich. Und wären sie auf uns zugekommen, ich denke mal, da hätte man mit uns reden lassen. Das Problem?
Sie sind ja nicht wirklich der Werwolf-Liebhaber. Davon gehen viele aus, weil ich gerne sage, ich hasse sie, ich will sie töten. Ja, das genau deswegen. Aber warum sollte ich nicht so die Werwölfe dulden, wenn ich dafür gesorgt habe, dass sogar einer in die Stadtwache kommt? Deswegen wollte ich noch mal mit Ihnen über die Sache sprechen. Dann sprechen Sie. Also, ich bin ja ein Werwolf. Ja. Und jetzt ist die Frage, bin ich noch in dieser Stadt geduldet oder nicht? Das müssen Sie ja jetzt entscheiden, denke ich. Dann stelle ich Ihnen jetzt einfach mal ganz kurz eine Gegenfrage. Sie sind ja, in Ihrem Haus aufgewacht. Ist Ihr Haus noch innerhalb des Wasserkrams oder außerhalb? Innerhalb. Dann würde ich davon ausgehen, dass Sie wohl geduldet werden, solange Sie sich wieder, Herr Darko, an gewisse Regeln halten. Natürlich, natürlich. Kein Töten in der Stadt. Mhm. Kein Infizieren von Bürgern. Mhm. Nicht zu stark werden. Okay. Wobei mein Schwert, das müsste eigentlich... Ja. Okay, und ansonsten, dadurch, dass Sie ja auch noch Magie verwenden, werden Sie auf jeden Fall vom Herrn Olaf und vom Herrn Ben ja im Auge behalten werden, dass da vielleicht nicht noch irgendwas Schlimmeres passiert. Ja, natürlich. Ja, kann ich verstehen. Also, damit hätte ich auch nichts gegen oder so. Keine Frage. Ja. Denn, ja... Ich dulde ja mittlerweile sogar einen Trunkenbold in der Stadtwache, der nur betrunken in seinem Bett liegt. Ich habe ihn angedroht, ihn rauszuwerfen. Aber gemacht haben sie es immer noch nicht. Nein, weil er gesagt hat, er wird weniger Wein trinken. Das und seitdem ich nicht mehr aufgewacht ist. Können Sie mal sehen, hat er wohl zu viel getrunken. Aber was war mit den ganzen Leichen in Ihrem Haus, die wir gefunden haben? Leichen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Schilder übersehen haben. Die haben wir auch gesehen. Sie genau. Waren sogar noch vor den Leichen da. Oder, Herr Ben? Ja, soweit ich weiß schon. Ich erläutere Ihnen mal das kurz. Ich bin aufgewacht. Auf einmal sehe ich diese Schilder und diese Leichen. Wo auch immer die herkommen. Sie sind nicht von mir. Und da stand ein dreckiger Werwolf und dermaßen andere Beleidigungen gegenüber mir. Naja, warum sollte ich diese Schilder da hinstellen? Vielleicht um irgendwas zu vertuschen. Aber die Leichen stellt man, glaube ich, nicht irgendwie vor den Eingang oder generell ins Haus. Naja, in ihrem Keller hingen ja auch welche und da war auch eine recht junge Leiche dabei. Ich weiß nicht, woher diese Leichen kommen. Sie stammen nicht von mir. Ich habe nichts mit diesen Leichen zu tun. Aber wer sollte ihnen da was anhängen? Jemand, der mich nicht ausstehen kann als Werwolf anscheinend, da diese Beleidigungen anscheinend alle an mich gerichtet sind. Zum Beispiel, diese Schilder haben auch gesagt, sie wollen meinen Kopf. Und das ist schon ein Morddrohung. Kopf hängt bei Darko. Yeah. Ja, Magie, diese Magie. Aber ich muss sagen, das schönste Schild war das mit dem Baumpinkler. Das ist schön, dass Sie sich so darüber freuen. Naja, also das war ein harmloses Schild. Da musste ich auch ein wenig schmunzeln, aber... trotzdem. Ja, aber wo sind dann im Nachhinein die ganzen Leichen hin verschwunden? Als wir die abholen wollten, war alles weg. Ja. Die habe ich nämlich weggeräumt. Hoffentlich haben sie es gut beerdigt. Ansonsten, es wird ja demnächst noch ein Friedhof entstehen, da können wir die dann beisetzen. Okay. Aber ich hoffe, es stürzt nicht, dass der Friedhof bei Ihnen unterhalb vom Haus entsteht. Nein, nein. Solange er unterhalb entsteht,
ist alles gut. Ihr könnt es auch vor die Tür setzen. Nee, nee, ich möchte nicht, dass da irgendwelche... Wie wär's mit in ihrem Haus? Dafür dürfen sie jetzt mal zuhauen. Also selbst da würde ich einmal... Ich belasse es lieber. Sie dürfen ruhig. Ich hätte gerne diesen Drang dazu, aber den hatte ich schon früher, aber ich mach's nicht. Dann mach ich. Scheiße. Dann mach ich das. So. Okay. Ja. Gut, also werde ich hier geduldet. Ja. Und darf meine Magie trotzdem weiterführen? Unter dem wachsamen Auge von Herrn Ben und Herrn Olaf würde ich, also spricht für mich nichts dagegen. Okay. Gut, dann ist ja gut. Ja. Sie müssen sowieso noch mit dem Herrn Olaf reden, da der Herr Olaf für die Magier neue Regeln eingeführt hat. Mhm. Und ja, aber hauen Sie ihn nicht. Und Sie bekommen Geld von ihm. Und Sie sind ein Bücherträger. Ja, das habe ich schon unten gelesen. Und ich werde keine Leute schlagen. Das ist zum Wohle ihres Lebens. Dachte die Leute sind schon aufgetaucht und sind dann verpufft. Ja, das sollte man... Schlagen Sie nicht, Herrn Olaf. Sie sind weg. Ich hatte nicht vor, ihn zu schlagen. Schließlich ist er ja jetzt Obermagier. Ja, Sie können es mal ausprobieren. Und stellvertretender der Stadt, ja. Ich will nicht umkippen wegen Olaf. Sie werden wegteleportiert. Ja. Herr Eick, ich würde mich kurz entschuldigen lassen. Ich denke mal, wir sind hier erstmal fertig. Oder, ich komme aber sofort auch nochmal zu Ihnen. Ja, oder wollten Sie noch irgendwas unter vier Augen besprechen? Unter vier Augen habe ich da denn was unter vier Augen? Lassen Sie mich mal kurz nachdenken. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Okay, dann. Ich denke, das war's soweit. Würde ich jetzt erstmal sagen, dann sind wir hier fertig. Und Sie sprechen jetzt erstmal mit dem Herrn Olaf. Und dann schauen wir mal, wie weit sich das alles hier noch entwickelt. Alles klar, dann. Und falls Sie es noch nicht gesehen haben, bei Ihnen oben auf dem Berg, da wohnt jetzt eine junge Dame. Erschrecken Sie die junge Frau bitte nicht zu sehr. Das werde ich nicht. Okay. Ja, dann auf Wiedersehen. Ja, dann noch einen schönen Abend. Genau. Oh. Haben Sie jetzt? Nein. Doch, was wollen Sie denn? Ich wollte nur zwei Dinge kurz besprechen. Ja. Dafür brauchen wir auch nicht reingehen eigentlich. Also Ihr Schild am Haus habe ich gesehen mit den Berries. Und ich wollte Ihnen mal was zeigen. Ich habe weiter in Sachen Alkohol und so. Ich glaube, dafür ist der Herr Ramon zuständig. Der kennt sich mit Alkohol besser aus. Ich wollte, ja, weil Sie Hobbywinzer sind, wollte ich Ihnen das halt ja, machen. Ich habe den halt nur ab und zu mal hergestellt, aber ich habe nie wirklich verkauft, ich habe das eher verschenkt und selber getrunken habe ich nie, weil ich trinke kein Alkohol. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe derzeit ein neues Bestergebnis von 1,0 erzielt. Wie gesagt, dann dem Herrn... Was ich auch schon anbiete. Dann dem Herrn von Ramon Miet testen lassen und... Und wenn Sie mir die Iron Base geben, kann ich auch anfangen mit besserem von diesen anderen, von diesen Iron Base. Ja, dann kommen Sie mal kurz mit, ein paar habe ich noch. Herr Eich. Ja, Moment, Herr Ben. So, einmal hier unten in die Kiste gucken, da ist ein bisschen was drin. Dann würde ich mir... Sie können alles rausnehmen, was Sie da brauchen. Ja, ich mache mir halt nur drei von den Stapeln voll, weil mit so angefangenen Stapeln kann ich nicht wirklich was anfangen. Okay. Weil dann gammelt das in dieser Schale rum und dann kriegt man das nicht raus und dann muss ich erst das wieder rauskriegen und so und das ist ein bisschen lästig. Alles klar. Dann erstmal viel Spaß beim weiter Experimentieren. Genau.